Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von WoW oder einfach Gameplay. Aber der Mann dort mit der roten Mütze ist vorher hier ja, so übers Wasser gelaufen und hat hier bei diesem Reifen über dem Kopf in der Luft geangelt. Und leider ist es jetzt wieder weg. Aber fand ich richtig lustig. Einfach wegen der schlechten Qualität vom Server und so Sachen oder von seinem Internet oder so. Jo, ich habe sehr viel Fisch verkauft. Ach man, das nervt mich immer, dass man hier nicht durchkommt wegen dieser scheiß Lampe. Und diese Stange, Holzstange. Wir müssen mit Zwiebeln verkaufen. Ich habe sehr viel Fisch verkauft. Deshalb habe ich auch 16.000. Ich hatte vorher nur 6.000 durch Buswahn. Und das jetzt wirklich innerhalb von 10 Minuten gemacht, mit allem Fisch verkauft. Weil die Preise sind irgendwie wegen BSE und so Sachen, was die dort schreiben. Wahrscheinlich wegen Corona nicht so niedrig. Und deshalb, ja. Ist natürlich Ding. Ja, ich muss kurz schauen. Ich habe nicht geschaut. Ja. Okay. So. Weil ich schaue immer natürlich auf die Uhr, dass der Part nicht zu lang oder zu kurz ist. Ah ja, da oben ist ja sowieso noch eine Uhr. Stimmt ja. Ja, also es gibt eigentlich auch ziemlich Positives vom Charakter her. Der bekommt jetzt wahrscheinlich ungefähr so 30 Minuten die zweiten 45 Credits oder so. Also, ich weiß jetzt nicht, wo man das nachschaut. Das kann ich gleich mal schauen. Und zwar, ich will doch Ausweis anschauen. Okay, ich habe keinen Ausweis. Vielleicht weiter weg vom Auto. Ja, jetzt, okay. Sehr gut. Also ich habe ja, Busfahrjob jetzt, toll. Jetzt können wir einen Truckerjob noch machen. Jetzt nehmen wir noch das Share-Zeugs. Ja, Credits ist heute da. 13.3., das ist heute der Freitag, der 13. Also, dann haben wir immerhin ein bisschen Gameplay. Weil ich war jetzt abends noch nicht so online. Also die Spiele haben jetzt noch nicht so mit mir Bekanntschaft gemacht. Ich war eher so ein bisschen privat unterwegs, also ja, ohne zu reden und so, einfach zu farmen, zu grinden. Und ich werde eben Bekanntschaft machen mit den anderen, wenn ich dann auch den Namen gewechselt habe. Ich will nicht mehr XX Shadow heißen, ja natürlich, ich will ja einen lustigen Namen machen. Und ich denke, ich werde schon Polizist, das wird hoffentlich niemand stören, wenn er Unfälle macht oder jemand erschießt, dass ich das dann im Video zeigen kann. Wenn doch, dann dürft ihr gerne da irgendwie reden. Sonst mache ich eben ja, Sanitäter. Ist auch nicht schlecht. Oder soll ich mich in Drago Basler umbenennen? Kann ich auch machen. Ach, das Essen, ey. Unglaublich. Das. Jetzt habe ich gerade gedacht, weil sieht doch nicht so aus. Diese Riegel, dabei sind sie neben dran. Shadow Claw XD YouTube. Ja, jeder muss YouTube heißen, also mit JT. Machen die so viele YouTube-Videos? Scheinbar nicht. Muss ich mich ändern in du große YouTuber? Ich mache genug Videos. Ja. MWoW hat jetzt nicht unbedingt so krass spannend immer und so weiter, aber das ist so ein geiler freier Server und sieht immer wieder das Lustiges, das Cooles, immer wieder gute Spiele, manchmal wieder schlechte Spiele. Es ist so abwechslungsreich. Ich lieb's einfach. Ich kann davon nicht weggehen. Ich liebe ihn einfach. Mal schauen, was bald mal Neues kommt. Es ist jetzt endlich mal wieder Zeit, dass etwas Neues kommt. Aber nö, lieber BSE und so machen, damit die Preise runtergehen.
Er hat schon BSE hier auf dem Server. Es gibt ja keine Kühe, oder? Also auf der Weide, auf der Farm gibt es Kühe, aber so frei. Naja, da sind ja auch so viele Bauern dort. Das übermäßig, jetzt sind auf der anderen Straßenseite von der Autobahn auch noch Autos. Es ist unglaublich, wie beliebt das geworden ist. Weil als ich gestartet habe, war das jetzt schon auch ein bisschen beliebt, aber nicht so mega mäßig. Also es hat sich sicher verdreifacht, die Beliebtheit. Also es ist extrem. Jo. Leider startet heute ja Path of Excel, da habe ich abends eigentlich auch nicht so viel Zeit zum Livestream oder Videos machen. Ich muss schauen, also es wird wahrscheinlich noch ein paar Tage gehen, so, ja, vielleicht knapp eine Woche oder so, vielleicht. Ja. Tut mir leid, aber UV ist jetzt nicht gerade an vorderster Stelle, was ich eigentlich machen möchte. Ist eben, es macht mir schon mega viel Spaß, aber jetzt nicht so viel, dass ich sagen kann, ja, komm. Ich tue jetzt wirklich für euch Livestreamen und alles Mögliche. Da mir noch die Kollegen fehlen. Wenn ich ein paar Kollegen habe, dann mache ich es gerne. Also wenn ihr mir dabei helfen könnt. Ja, GTA 5 kaufen. Der Rage MP Launcher runterladen. Und dort Bio eingeben, VIO. Und dann ist es selber schon dort. Und dann könnt ihr drauf und könnt mit mir spielen. Aber es ist immer abhängig, wie viel Mitspiel ich habe. Spaß ich selber im Spiel habe, das habe ich ja schon ziemlich auf das Grinden nervt hat, aber das sieht man auch, ja, ein bisschen mitschenken kann. Geht's halt jetzt hier ein bisschen schlecht, hätte später rausgehen müssen, ja genau, ja gut, gehen wir einfach hier runter und dann sind wir auch schon bald beim Shop, sehr gut. Ja. Und wie geht's euch so? Ich bin wirklich glücklich, wenn ich dann Rundspiel machen kann mit den Kollegen. Das ist gerade halt Autofahren mit dem Langsamen. Ja, die Polizei ist locker unterwegs. Halten mich nicht wieder ständig an. Ich mit dem schwarzen Truck. Bin natürlich schon sehr extremst auffällig. Aber das hat jeder. Man kann ihn, glaube ich, gar nicht färben. Oder man kann ihn färben. Aber sonst nicht. Ja. Ja, es ist natürlich klar wieder. Mal kurz rein nochmal. Hallo. So, jetzt. So, dann einmal zu mir, bitte. Ja. So, Peter Payne, mein Name vom LFSD. Hier haben Sie meinen Dienstausweis. Könnte ich einmal Ihren Ausweis sehen? Ja. Alles klar, vielen Dank. Dürften wir dann Sie und Ihr Fahrzeug einmal noch illegale Gegenstände durchsuchen? Ja, ich habe vorher gefischt, ich habe ein paar Metallteile dabei. Können Sie aber schauen. Können Sie mitnehmen. Ich mach mal auf. Bitte, bitte einmal bei mir bleiben. Ja. So, dann machen Sie es auch, können Sie noch schauen. Ja, kommen Sie einmal mit. Ja. Ich suche Sie noch einmal kurz, weil Sie dann fahren zu fahren. Alles klar. Danken wir Ihnen für die Kooperation. Ja, mit den Metallteilen, das belassen wir jetzt bei einer Verwarnung. Ja, tut mir leid, ich konnte die nicht wegmachen. Ist einfach gefunden. Ja, alles gut. Einfach demnächst direkt wegschmeißen. Und ja. Und okay. Eine schöne Weiterfahrt. Dankeschön, schön. Hallo. So. Ja, toll. Das ist natürlich nicht gerade so gut. Wenn man da noch Ding hat, Metallteil. Aber so viel Platz. Ja, okay. Es ist immer, ey, das ist das Größte, das mich nervt. Die Polizei. Ständig schauen sie auf die Leute, die mit dem Lieferwagen umgehen. Ich muss den Lieferwagen nehmen. Was konnte ich denn sonst?
Also es ist halt doof. Aber gut. Da haben wir nochmal so ein bisschen etwas gesehen. Was ich schon mehrmals gezeigt habe. Immer diese Verwarnungen. Ich habe schon hunderte Verwarnungen bekommen. Aber noch nie habe ich irgendwie etwas mehr bekommen. Oh, ich bin noch Level 1, stimmt. Ja. Ey. Wie viel Pech muss man eigentlich haben, wenn man so wenig spielt und so viel angehalten wird? Es ist, als würde man irgendwie Schwerverbrecher sein. So, ich glaube, ich mache irgendwie etwas anders. Also, ich muss nachher tunen. Ich muss nachher schauen, dass ich den färbe. Oder irgendwie anders. Ja, Farbe ist ja auch nicht gerade so gut. Also, eben, entweder es geht nicht, man kann die nicht färben, er bleibt schwarz und man wird dann halt einfach wieder angehalten ständig. Aber, ja. Und wieso sind Metallteile illegal? Was hat das für einen Sinn? Wer kommt da drauf, Metallteile illegal zu machen? Die Waffen sollen illegal sein. Aber die Waffen sind nicht illegal. Die darf man besitzen. Hä, was ist das für eine Logik? Oh Gott. Oh Gott. Typisch, oh, ich habe zu viel Geld bei mir. Ja. Diese Logik vom Server. Und wie so manche Berufe wertvoller sind als die guten Berufe, also die kleinen Berufe, mehr Geld geben als die großen, finde ich auch irgendwie komisch. Also viele Berufe haben einfach das Problem, dass so wenig Spieler da sind, oder? Und das macht halt auch viel aus, oder? Es ist einfach nicht balanciert. Ich würde gerne ein bisschen balancierter alles haben. Muss ich noch arbeiten? Wahrscheinlich muss ich noch mal Plugins schreiben für die. Möchte ich eigentlich nicht so gerne machen. Also an den Hafen müssen wir jetzt. Ich war ein bisschen zappelig. Ich wollte unbedingt, dass ich schneller fertig bin mit diesem blöden Ding. Er hat ja auch ganz leise geredet. Ich weiß nicht, wieso manche so mega leise sind. Ob sie irgendwie. Ja, nicht so ein gutes Ding haben, aber viel, also, ja, vor allem Polizisten sind mega leise manchmal. Andere sind viel zu laut, deshalb habe ich ja eher leiser, aber die sind manchmal echt viel zu leise. Das ist doof, oder? Man sollte eine einheitliche, ja, Einstellung haben. Naja, niemand hält sich dran. Ach, wie doof dieser Weg ist. Aber auf den Kies ist der Lastwagen einfach viel zu langsam. Also gehe ich eher auf den normalen Straßen entlang und brauche halt ein bisschen länger. Das ist so doof. Kurz vor dem Job müssen die kommen. Was ist denn eigentlich los? Ja, wegwerfen, wenn man das könnte. Wisst ihr, wie man wegwirft? Man kann die nicht wegwerfen. Also wenn man das aus dem Inventar rauszieht, dann geht es nicht weg. Wie kann man die wegwerfen? Mit einer Taste. Also ich bin jetzt sowieso kurz nicht mehr, Ding, also erst wieder morgen online. Und der Aktivitätsbonus weg ist und der Partner natürlich dann auch schon zu Ende ist. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wie ist zum Trollen da? Polizisten trollen uns. Das ist so geil. Mir macht es ja nichts aus, ich verdiene ja so viel und ja, wegen einer Sperre oder so im Gefängnis ist es ja auch nicht so schlimm. Also für den Shop vielleicht, aber ja, ich werde einfach selber Polizist. Das ist natürlich klar. Es ist natürlich klar. Du, 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 du. Es ist natürlich klar. Du, 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 du. Ich fahre jetzt hier drüber. Geht schneller. Du.
Das werde ich dann auch angehalten, weil ich scheiße fahre oder was. Ja, gestern war viel los am Abend. Der FC Basel hat gegen Frankfurt gespielt. Eintracht Frankfurt, also Frankfurt gegen FC Basel, so herum. Und es war 0:3. Die armen Frankfurter haben leider nicht so gut gespielt. Oder Basel hat so gut gespielt, weiß ich nicht. Aber mir gefielen beide Mannschaften. Es war ein interessantes Spiel, leider Geisterspiel. Aber mein Lieblingsverein, der FC Basel, hat 0:3 gewonnen. Und das ist eigentlich schon ziemlich schön für uns. Nur eben die Corona-Grippe und so, die Geisterspiele wegen der, ist natürlich nicht so schön, oder? Also so richtig freuen kann ich mich natürlich nicht. Also dass eben der FC Basel wieder einen Punkt für die Schweiz geholt hat in der Auswertung. Jetzt sind sie, glaube ich, immer noch 20. Also immer noch sehr schlecht, weil andere Schweizer Mannschaften nicht so gut spielen, leider. Ich würde es ihnen auch gönnen, europäisch gut zu spielen. Aber ja. Jetzt hoffen wir, dass wir doch noch die restlichen Spiele der Europa League machen können. Und ja, die Grippe war halt weg ist, oder? Wie habt ihr euch schon so empfunden bei der Grippe? Also ist euch schon irgendwas passiert? Habt ihr schon in der Nähe Leute gehabt oder? Ist bei euch nicht viel los. Also bei uns in Basel ist ja ein bisschen mehr los wieder. Also so ungefähr, weiß ich nicht wie viele Patienten, aber in der Schweiz ist es noch recht wenig. Und in Italien gibt es ja noch viel, viel mehr. Also wir sind noch glücklich, dass wir hier noch nicht so viel haben. Aber ich habe hier sowieso kaum Kontakt zu anderen Leuten momentan, weil ich ja so viel Sport mache und eher alleine trainieren möchte. Und deshalb, ja, bin ich jetzt eigentlich nicht so gerne unter Leuten, also auch nicht Fußballer. Aber dafür kann ich viel besser trainieren, weil ich alleine bin. Ich kann mich mehr konzentrieren. Ich kann ja immer noch recht gut selber mich trainieren, weil ich so erfahren bin. Also auch eigentlich schon fast Trainer bin, im Kopf, im Wissen. Und ja, jetzt werden wir sehen, ob wir ob ich jetzt wirklich den Profiberuf machen kann. Jetzt ist so langsam die Entscheidung. Werde ich Profi oder bin ich zu schwach? Ah ja, das kann man nie wissen, wenn man halt krank ist und ja, nicht immer so viel Kraft hat, wie man gerne hätte. Aber ja, gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Also ich kann zum Beispiel Arzt werden. Ist momentan so ein bisschen da, weil ich ja schon recht viel machen möchte. Ja. Ich möchte einen guten Beruf haben, einen guten Sport. Kann es sein, dass alles Polizisten online sind? Ja, nein, Zivilisten. Ja, es sind sehr viele LSPD. Oben das zweite. Staatsfraktion, dann LSSD und LSPD. LSFD ist die Feuerwehr und die Sanitäter. Und dann FIB sind zwei noch da. Ja. Bitte nicht rechts fahren. Ich mag das nicht. Diese Bullen auch keinen Anstand ein. Ich frage mich, wieso so viele Bullen sind jetzt. Gab es irgendwie ein Nein, es gab nicht ein Update, wo die Bullenautos schneller wurden oder angepasst. Wir haben immer noch nicht so viele Chancen gegen schnelle Autos. Ich weiß es nicht, wieso es so beliebt ist momentan. Also es sagt mir einfach so, dass ich wahrscheinlich nicht Bulle sein will. Ich will aber auch nicht Gangmitglieder oder so andere illegale Sachen machen. Ich möchte eigentlich, ja, Sanitäter werden. Das ist mein Traum. Wo gehe ich jetzt hin?
Ich habe gerade nicht geschaut, wie ich öfters mache. Ich schaue, das ist bequemer. Wie klein diese Abzweigspur ist. Oh. Mann, oh, dieser Scheiß. Wow. Genau. Wieso werden wir eigentlich hier nicht gestoppt? Beim Bus werden wir immer wieder gebremst und stehen einige Zeit und hier fährt man einfach rein. Jo, ja genau, die Zeit möchte ich dann noch wissen. Wir gehen zur Tankstelle. Also kurz hier hin. Und ja, noch ungefähr 7 Minuten. Jo. Ist halt echt schon ein bisschen lang gesteckt. Eventuell mache ich heute kürzere Parts manchmal beim Gameplay. Ist ja nicht wie in einem LP, wo man recht viel zeigen muss. Schneiden kann ich ja jetzt immer noch nicht. Ich will nicht monatlich 28 Euro zahlen für Adobe Premiere. Und die anderen sind echt schlecht. Also performance-lastig können die nichts schneiden. Das hackelt und bremst und ja, leckt halt. Ja, wir werden ja sehen, wenn ich danach ein bisschen mehr Hilfe bekomme. Ja, momentan ist es ja eigentlich schon ziemlich gut mit den Aufrufen. Nur ja, es fehlt halt ein bisschen an wirklich aktiven Leuten. Ihr dürft gerne mehr Aktivität zeigen zu mir. Ich hab's gerne. Und ich werde auch Aktivität zu euch zeigen natürlich. Sehr langsam halt jetzt gerade. Diese Route 68. Jojo, zum Bauernhof erscheint. Zum Sendeturm? Ah ja. Okay. Rebel Radio. Phew. Okay. Dann haben wir Extra. 66. Es geht leider noch einige Zeit bis Level 2, aber gut. Immerhin bekommen wir recht viele XP. Auf Station. Aber wo sind eigentlich die Sachen? Die sind nicht drin. Man fährt einfach von Ziel zu Ziel. Und keine Kisten sind dann am Zielort oder so. Es wäre schon cool, wenn man da noch Kisten hinlegen müsste oder so und dafür einfach mehr verdient, mehr XP bekommt. Ja, jeder Job ist also wirklich so schwach wie möglich. Also ich hätte wirklich gerne viel mehr zu machen in einem Job. Sogar Polizei macht ja auch nicht so viel. Sogar Jobs, die noch mehr brauchen als Polizei. Das ist wahrscheinlich Live-Event, die müssen ja Sachen eintippen und so, das ist schwer. Also, ja, Spiel schreiben. Bin ich ja nicht so gerne. Eher so Moderator oder so, aber nicht, ja, diese Sachen eintippen und Leuten informieren. So, wann gibt's endlich dieses, diese Einlog-Bonus? Ungefähr in 5 Minuten. Ja. Das muss ich ja hoffentlich nicht sein. Aber ich bekomme, glaube ich, 45 Credits. Ja.
Sonst muss ich das Video zu lange machen. Und das möchte ich ja. Weil YouTube immer wie mehr Probleme bekommt, je länger das Video ist, desto länger geht die Verarbeitung. Das ist natürlich nicht so toll, ja. Ja, ja. Man nimmt es, wie es nimmt. Was macht eigentlich Polizei mit den Metallteilen? Einfach wieder verhöcken. Die dürfen doch das nicht verhöcken. Die geben das ab wieder in die Kiste, genau. Metallteile sind so unnütz, weil man ja nicht so viele Waffen braucht. E-Munition. Und die kann man ja gut kaufen. Ist ja nicht viel teurer, als wenn man sie selber herstellt, oder? Also das ist irgendwie völlig, also selbst nur zum Nerven manchmal da. Viele Sachen sind sowas von sinnlos, sie überhaupt illegal zu machen. Es bringt nichts, illegale Sachen zu machen, weil die Polizeipräsenz auf der Zeit wieder riesig ist. Für so wenig Spiele. Es sind, glaube ich, nur 120 Spiele online. Das ist natürlich schon ein bisschen zu wenig für so viel Polizei. Wird man die ganze Zeit angehalten, wenn man ja am Nachmittag spielt. Ja. Ja, und deshalb werde ich wahrscheinlich auch nicht Polizist. Weil man dann nichts zu tun hat, weil zu viele Konkurrenten schon da sind. Jobkonkurrenten. Jeder will der beste Cop sein. Und ich bin dann der schlechteste, du warst, weil ich nicht so unbedingt immer der Beste sein muss. Ah. Ja, kann ich nichts dafür, ist halt im Weg. Ihr blöden Schranken! Ja, und da muss man immer reinfahren. So kommt das eigentlich schon wieder. Sonst gibt es eigentlich viel Abwechslung. 12 EXP, das ist eine lange Strecke. Hier gibt es, glaube ich, keinen Beendigungsbonus. Also ich kann eigentlich dann eigentlich immer aufhören, wenn ich will. Ja. Also dann beende ich jetzt, gell? Ja, es ist sonst zu lange. Mal schauen, wo wir noch hingehen. Ich will etwas anderes machen. Ja, genau, ganz hoch wieder. Also tschüss. Dankeschön fürs Zusehen.